alles wird gut, lautet ihr Motto. Herzlich willkommen, Nina Ruge. Wird denn auf der Wiesn dann noch alles besser? Naja, so ganz platt ist das alles wird gut nicht gemeint. Und ich glaube, es ist für viele auf der Wiesn nicht ganz gut, wenn ich die dritte Maske getrunken habe. Aber die Stimmung hier ist schon nach dem Motto, alles wird gut. Nämlich wahnsinnig positiv. I love it. Heute ist ja auch Welt-Vegetarier-Tag. Wird dann dennoch Fleisch gegessen oder Tomaten? Also das ist ganz großzügig, was hier aufgetischt wird, aber es ist zum großen Teil Fleisch und das esse ich tatsächlich nicht. Ich bin Vegetarierin. Was ich der Politik gerne sagen würde, ist, Leute, wenn das da, schaut euch das mal an, guck mal da, wenn das alles übrig bleibt, kann das nicht noch mal jemand essen. Und wenn es Tiere bekommen oder das Tierheim, nein, es muss alles weggeworfen werden. Und das finde ich so schrecklich, das ist für mich wirklich eine dunkle Seite der Wiesn. Wenn wir das ändern könnten, dann würde echt alles gut. Wird denn dann für die Hunde noch ein Goodiebag eingepackt? Also auf der Wiesn mache ich es nicht, weil ich sehe einfach, dass das Personal ja so viel zu tun hat, dass ich denen das nicht zumuten möchte. Aber sonst, wenn ich irgendwo im Restaurant bin oder zu einer Einladung, da bleibt Fleisch übrig, gibt es immer Doggybag. Ich freue mich über die Gemeinsamkeiten, beide Vegetarier und beide stolze Hundebesitzer. Und damit zurück auf die Empore mit dem Wuff. Das heißt, alles wird gut, ne? Ist klar.